Eins. Genau, so, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days in der 18.3. Ich bin der Zuhörer und da ist der Kuga. Hallöchen. Und wir sagen nochmal ganz dezent fröhliche Weihnachten, weil heute ist Heiligabend. Das wird sozusagen nicht, also freut ihr jetzt im Stream zu schauen. Morgen ist das Ding live, nicht? Frohe Weihnachten. Genau. Und ich mach... Ah nein! Was machst du denn da? Ich wollte dich mit Wattebäuschen bewerfen, aber hab mich verbunden. Ist schon so weit, Oga. Okay. So, wir müssen eine ganze Menge machen heute. Und zwar, die Hütte sieht aus wie ein Schweizer Käse. Hier sind sozusagen überall Löcher drin. Weil, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was hier passiert ist. Es ist niemand gestorben, das sah nur so aus. Das war nur einfach nur so ein schwächlicher, ne? Aber das hier vorne hat funktioniert. Das mit unserem kleinen Trichter, das hat funktioniert tatsächlich. Die sind wirklich hier vorne reingelatscht. Da soll man sich mal echt wundern. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber unsere Decke ist halt zu niedrig gewesen und wir sind instant oben gewesen. Ja, das war auch nur ein Cobblestone. Ich meine, der hat auch nicht viel gehalten. Ne? Aber ich muss mal sagen, also ich muss mich selber mal loben, das hier mit dem Trichter, ich habe damit nicht gerechnet, aber die sind wirklich hier reingelaufen. Und wir haben ja schon die großen neuen, ne, Geschichten von wegen, hier muss mal ein kleiner Mixer rein und ein bisschen mit Strom und weißt du, diese ganzen Geschichten. Das ist so, ne, müssen wir mal ran. Aha. Aber wie gesagt, wir haben jetzt eine 18.3, ganz frisch, das ist sozusagen, ja, ab jetzt, ne? Ich weiß nicht, was jetzt neu ist. Was die gemacht haben, keine Ahnung. Das erste, was ich teste, ist erstmal Baum. Ach du Heiliger. Oh Gott. Hallo Pein, schön, dass du reinguckst. Oder fein. Herzlich Hallöchen. Willkommen. Oh Gott. Das kostet gleich wieder. Wo habe ich den Beton her? Ich muss mal kurz in meinem Inventar gucken, was ich an Müll. Au, Freund, ich habe so viel mit. Was ist ja der Hammer. So, ich muss mal, hier müssen wir einfach ausbessern, den ganzen Laden. Der ist nämlich, sieht aus wie ein Schweizer Käse, der ganze Schuppen hier. Meine Güte. Was hast du denn hier gemacht, sag mal? Gar nichts. Du hast gar nichts gemacht. Ich konnte deine Gäste nicht befriedigen. Ja, das ist wieder so ein doppeldeutiges Ding, aber na gut. So. Was haben wir denn? Das ist noch ein Loch mehr? Das klang nicht gut, aber wir lassen uns mal überraschen. So, da oben vielleicht eins rein. Zup, so. Jetzt nehme ich mal den. Salto-Baum. Ach so, hier ist auch noch ein Loch. Warte mal. Hier kommt über. Du hast die Kerzenständer gebaut, ne? Ja. Die sind doch gut, oder nicht? Die fliegen. Die habe ich gesehen. Das habe ich beim Aufbau schon gesehen. Die hängen so ein bisschen in der Luft, ne? Wie gesagt, ich hoffe mal nicht. Bisschen ist gut. Naja, so eine Handbreit. Mir ist das, sag mal, oh Gott. Mir ist es ja auch nicht. So. Rüsten wir das mal auf. Okay, ich habe letztes Mal mein ganzes Lehm abgegeben. Ich weiß aber nicht, ob an die Schmiede oder an dich. Also ich nehme uns gleich mal gucken, Augenblick. Gucke mal, Lehmen habe ich 95. Okay, dann wahrscheinlich an die Schmiede oder ist es schon verarbeitet? Die Variante besteht natürlich auch. Das kann sein. Wir müssen unbedingt noch sehen, dass wir hier noch eine Tür reinkriegen. So. Wir müssen unbedingt zusehen, wir brauchen Material. Ja, das ist nämlich der Punkt an der Sache. Material. So. Ach du Himmel! Da kommt Material. Ich würde sagen, da ist ein Drops gekommen. Den wollen wir doch mal gleich mal holen. Ist der weit weg? Ich weiß es gar nicht. Oh, sieht relativ groß aus. Warte mal. Map? Oh Gott. Map. Welche Richtung war das noch? Da hinten. Oh, warte. Da fällt mir was ein. Ach, da hinten ist das. Im Schnee. Gut, ich hab keine Freunde. Ich mach mal. Ich kann nicht mitkommen. Warum nicht? Wir haben keine Tür im Schuppen. Ja, kann ich nicht ändern. Ich hab keine Tür im Rucksack. Ich habe einen im Rucksack. Wo muss ich denn eine Tür im Rucksack? Hä? Sommer. Das weiß ich nicht. Das ist doch komisch. Na gut. Lauf mal los, Alter. Wo bist du? Bist du schon unterwegs oder was? Ja, ich bin hier an der. Wir haben ein kleines an Problem. An der Alles-Tier-Farm. Wir haben. Warte an der Straße. Wir sind Friends. Ich sehe dich doch auch. Ja. Hallo, Yannick. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Weihnachtsspezial. Hallo, Yannick. Weil am Heiligabend soll man ja eigentlich nicht spielen. Da soll man auch keine Videos gucken, da soll man zusammen mit der Familie hocken. Der es kann. Das sind ja nicht. Alter, was ist das denn hier?
Ich sehe gerade, Bäume? die Schriftart wurde ein bisschen geändert. Findest du? Ja, ein bisschen größer, finde ich. Kann das sein? Hier die Zahlen auf jeden Fall. Hier beim Verletztsein und beim. Siehst du? Ist ein bisschen größer, finde ich. Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Das war bestimmt das Update. War auch nicht so riesig. Ich glaube, das war nur ein Megabyte. Es war auf jeden Fall so groß, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Was ist denn noch passiert? Oh, die Schrift ist natürlich ein bisschen deutlicher. Kann das sein? Ich glaube schon. Was hat sich denn noch geändert? Ich hoffe, nichts Schlimmes. Oh Ach. Mann, du. Ich hoffe. Hier ist Eisen. Oh, ein Vogelnest. Wir müssen uns hier Eisen Oh! merken. Ein leeres Vogelnest unberührt. Ein Vogelnest unberührt. Das ist doch mal eine schöne Sache. Wir sind aber hier schon mal vorbei, glaube ich, weil der Zaun ist mächtig kaputt. Aha. So. So. Ich habe mal einen Quickmarker auf das Eisen gesetzt. Tag auch, Bulli HD. Schön, dass du reinguckst. Habe ich schon gesagt, ne? Habe ich schon gesagt. So, warte mal. Große Familienfeier erst am 28. Ach so. Doch, die Schrift ist deutlicher. Ein bisschen anders geworden. Haben sie umgebaut, glaube ich. Vogelnest. Vogelnest. So. Also der fällt voll normal um. Voll normal. Also mein Baum hat eben rapide Speed gegeben beim Umfallen. Ja gut, das kennen wir ja auch, ne? Das ist ja, ne? Oh, hier ist ein Stein. Willst du einen Stein haben? Stein haben wir satt. Ach, okay. Hat sich was bei den Fertigkeiten geändert? Oh, das weiß ich gar nicht. Da muss ich gleich, da müssen wir noch mal gucken. Aber wir müssen erstmal hier den Dropsen holen. Der soll ja Aber eben. die nächste Nacht kommt bestimmt. Sicher, sicher, sicher. So. Jetzt renne Wollen wir ich die hier. Lady töten? Jetzt renne ich in der Wildnis rum. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Wasser mit. Alter, Freund. Doch, habe Kein ich. Problem, hier vorne ist ein See. Nee, ist alles gut. Oh, ich habe was zu essen. Cool. Dann mal los, ne? Kleinen Snack in den Hals. So, lecker, lecker. Der erste Pfeil nach Award und sofort bitte irre. Ja, ich würde sagen, die ist echt stressig, die Dame, ne? So. So. Nimm meinen Pfeil wieder her. So, hinterher. Der Drops gerade durch. Links rum oder rechts rum? Wir gehen um keine Pfütze. Wir gehen mitten durch. Ne, gehen wir nicht. Ah, schlechte Idee. Ah, ich weiß auch. Och, da ist was Oh, Grünes. Nee, mit dem will ich. Nackidei. Mit der will ich nicht. Nee, du. Nicht, nee, nee. Du hast gesagt mitten durch und rennt selber außen rum, oder was? Du, er rennt tatsächlich mitten durch. Alter, guck dir das mal an. Boah, dir vertraue ich noch mal. Hey, kein Stress hier, ja? Ey, wir sterben langsam. Ey, stirb langsam. Weißt du, hier mit Bruce Dingsbums, Willis und, ne? Ich bin gut. So. Gleich noch gegen Puma oder einen Bären oder so kämpfen, das wäre noch super. Dann haben wir noch ein bisschen Ist Fleisch. dein Freund. Ja, ich habe keine Oh. Munition mit. Was habe ich denn mit hier? Gar nichts. Kein. Ach ja, stimmt, da wollten wir doch mal gucken. Wegen der Munitionsgeschichte, ne? Ja, die kannst du ja schon seit längerem im Rucksack produzieren für den doppelten Preis. Ja, das stimmt. Das ist natürlich das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja, und bei unserem Oh, Materialvorrat. was habe ich denn da Schönes gefunden? Ich würde sagen, das ist. Warte, das ist ein Vogelnest, aber das hier, was ist das? Das ist doch. Das ist doch. Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das? Genau. Ne, was ist denn das? Warte, warte, warte. Na, Nitrat, genau. Ich habe eine Nitratader gefunden. Oh, jede Menge Dosenfutter. Hast du schon aufgemacht? Yep. Ja, super. Hier ist ein Nitratpulver. Dings. Sag schnell. Na. Du weißt, ne? Nimm mit. Du spielst zwar die 18.2 Schnäbel, aber ich sah aus Zufall, dass alles nun in Feindeutsch. Oh ja, stimmt, das kann sein. Dass die vielleicht. Oh, das kann sein, dass sie die Deutschgeschichte ein bisschen überarbeitet haben. Ah, okay, das sehe ich ja nicht. Wo ist denn der Zover? Ei, ei, wo ist er denn? Ja, der ist hier so ein bisschen, weißt du? Wo ist er denn? Da ist er ja. Ja, der ist hier so ein bisschen am. Buddeln, ne? Ah, Mann, doch. Genau. Nitrat, das nehmen wir doch mit. Hier ist eine ganze Menge, das wollen wir alles mit haben.
Ich falle da gleich ins Loch rein. Ich sehe das schon. So, mach ich jetzt mal. So, also, so. So. Ja, ich spiele gerne auf Deutsch. Also, ich will schon gerne, ne, nicht großartig überlegen, was ich hier machen muss, soll, tu. Ja, Schüffel in der Hand. Ne. Das ist ja auch Lehm. Ja, aber so wie die Übersetzung damals war, habe ich mich einfach geweigert. Ja, das stimmt. Die Übersetzung damals war ein bisschen, ja, könnte besser sein, nicht? Muss man so sagen. Nee. Ja. Aber gut, ist halt klar, wenn eine amerikanische Firma mit Google-Übersetzer arbeitet und keine professionellen Übersetzer hat. Ja klar, natürlich geht das in die Büchse. Das wissen wir alle. So. Ich meine, viele von meinen Simulationsgames sind ja auch so auf Englisch gewesen zu Anfang, ne? Aber das ging ja immer noch. Hallo Sonnenschein. Wie kaputt. Wie kaputt. Also Sonnenschein hat angemerkt, dass die Übersetzung immer noch nicht, nennen wir es das Gelbe vom Ei ist. Na, das ist doch schön. Ja, nee, ich weiß nicht, da lege ich auch nicht groß Wert drauf. Das geht alles so. Hauptsache, wir spielen das auch schon so lange. Wir wissen ja schon, was die von uns wollen. Sozusagen, ne? Hallo Sonnenschein! Herzlich willkommen. Ja, also den Standard haben wir drauf, denke ich. Ja, ich denke auch. Es ändert sich zwar immer mit den Skills. Man muss dann immer suchen, wo ist es jetzt, aber sonst... Ja. Sonst geht. Was machst du denn du da? Ich bin reingefallen. Nee, nee, nee. Aber ne? Das Nitrat nehmen wir doch mit, weil wir wollen ja bald Patronen basteln. Basteln. Ja, ja, fehlt nur noch ein Toolkit, ne? Ja, gut, das ist ja eine Kleinigkeit, das vielleicht werden wir finden. Ja. Genauso scheiße zu finden wie ein Beaker. Ja, okay. Hast ja recht. Hier ist Stein. Oh, das sieht gut aus. Das Tolle finde ich ja, das sind Nitrat. Das bauen wir gleich in der kleinen Flasche ab, ne? Das finde ich gut. Ja. Das lümmelt nicht so in der Tasche rum. Das ist gleich schon eingepackt. Deckel drauf. Sofort dosiert. Genau. Schon, also fix und fertig, ne? Gebrauchsfertig sozusagen. Ja. Oh, 4x Duct Tape. Schöner Müllbeutel. Oh, nicht schlecht. Wie viel habe ich denn jetzt? Wie viel Nitrat habe ich denn so in der Tasche? Hm, 800 und hast nicht gesehen. Ich hätte nochmal 295 im Angebot. Dann haben wir nochmal 1000er zusammen. Und wenn wir das denn ja, terrormäßig in der Tasche fertig machen, dann schmeißen wir so viel weg. Ja. Das muss ja nicht sein. Wir haben aber irgendwo eine, ich glaube, irgendwo eine Chemiestation gefunden, gesehen, ne? Ja, wenn... Boah, die stehen jetzt so oft rum. Oder können so oft rumstehen. Also ich weiß, dass wir mal welche abgebaut haben, weil die kaputt waren. Ja, das kann sein. Boah, hier ist so viel Nitrat, das ist ja nicht normal. Sollen wir hier mal einen... Mal so ein Ding drauf stellen, dass wir sagen, hier, Mensch, hier ist noch mehr Nitrat. Ich weiß nicht. Ich sag dir Bescheid, wenn du in China bist. Okay. Noch sehe ich dich. Du sagst Bescheid, wenn ich in China bin. Ja. Wie machst du denn das? Ja, wenn ich dich nicht mehr sehe, bist du wohl auf der anderen Seite. Ah. Sollen wir mal hier so einen kleinen, kleines Fähnchen setzen? Ja, wenn ich das Fähnchen setze, dann geht der Marker vom Eisen weg. Dann müsstest du das kleine Fähnchen setzen. Oh, ich bin hier fest. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Oh mein Gott. Nee, warum komme ich hier raus? Hast du keine Frames? Ah, Frames. Natürlich mit Frames. Oder buddel dich hoch, dann hast du viel mehr Leben. Ja, das war klug. Das war richtig klug. Ja, der war echt, das war eine Eins. Soll ich die Schraube wieder festkloppen? Meine? Ja.
Nee, lass mal. Okay, gut. Warte mal, ich setze hier mal einen Marker. Marker. Setz doch mal einen Marker. Wo sind wir denn jetzt hier? Marker. Da. Ich gehe ein bisschen Hast näher du ran. diesen Stein hier vergessen? Wegpunkt speichern. Genau. Und zwar. Ach, du hast sofort einen safen Wegpunkt gesetzt, okay. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Ja, ich hatte aufs Eisen jetzt nur so einen Quick gesetzt. Nitrat. So, und das werden wir doch mal jetzt hier mit alle Kumpels so wir hier verbünden und jeder und darf mal. So, haben wir. Sehr schön. So, und Ach jetzt du geht's. meine Güte, ich scheine Freunde zu haben. Tatsächlich? Ja, irgendeiner hat mir was geschenkt. Ist ja fantastisch. Wahnsinn, ne? Die hast du nicht bezahlt, ne? Nee, deswegen habe ich auch Remove Waypunkt Was ist gemacht. hier denn los? Was denn? Da kommt was. Bin ein bisschen langsamer, ich kann's. Ach so, der. Hoppala. Da kommen wir ein bisschen sehr nahe. Na, ich muss Der ihn ist jetzt. gestolpert. Nicht doch. Huh. Das war hart. Das war echt hart. Warte mal, hier war doch irgendwo. Ich habe doch einen Pfeil gesehen hier. So, rück mal raus den Kram. Da hinten, da sind auch hier. Wie kannst du wieder nicht laufen oder was? Natürlich nicht. Wie hat er wieder seine Ich ja, Schwert? ich habe immer noch nicht geskillt. Er läuft mit dem schweren Schuh wieder durch die Gegend. Da unten ist eine Horde. So ein kleines Hörtchen. Wenn's klein ist, bin ich damit einverstanden. Bist du? Okay. Es kommen aber viele. Bloß nicht in Stress kommen, ne? Nein. Du wolltest doch nicht, ne? Hoppala. Nur kein Stress hier. Ganz locker, ja? Der fällt aber auch laut. Meine Güte. Fast wieder dicke. Ja, genau. Fast wieder. Hallo, Dame. Oh, nicht mal getroffen. Weil ich gehe mal hier so ein bisschen höher. Sonnenschein, doch. Freunde sind gut, wenn sie nicht so gammelig sind wie die hier. Nee, die sind ein bisschen abgegriffen hier. Komisch. Leute, also. Ich hab dich getroffen ein paar Mal schon. Und das zum Heiligabend. Das ist nicht schön. Uiuiui. So. Was hat die denn gemacht? Immer ein bisschen Schweiß. Oh, hier steckt ein Pfeil. Hast du den vielleicht eben gesehen? Das kann sein. Es Welche? ist immer ein bisschen schweißtreibend, wenn die Zombies schneller sind als einer selber. Ja, das finde ich nicht gut. Das ist uncool. Das war wiederum cool. Ja, das stimmt. Muss man ja mal. Ne? So. Ich latsch mal nach Hause, weil 17, 15 und langsam. Ach, stimmt. Ja, ich mache mal was schneller hin, ne? Und wir haben noch zwei Freunde auf dem Weg zwischen mir und zu Hause. Unberührt. Hey, mach nicht so Wind hier, ja? So, noch ein mehr. Oh, Kaffeepulver. Hat geklappt. Hallo, Ruho, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Und ja. Hallo, Ruho. Wo rennt er denn? Nein, er rennt nicht, er steht mehr. Ich komme ihm mal zu Hilfe. Ja, ich musste gerade mal meine Boxen runterregeln. Die haben irgendwie Rückkopplung erzeugt. Ich hoffe, man versteht mich jetzt noch. Was? Okay. Ja, nun mal hinne. Renn nicht Es so kam schnell. auf einmal so ein lautes Brummen aus meinen Lautsprechern. Ich Oh. weiß nicht, inwieweit man das gehört hat. Nö, alles gut. Alles Fand ich gut. jetzt nicht so cool. Nö, aber nö, alles gut. Ich habe nichts gehört. Das kann vielleicht daran liegen, weil ich so viel rede. Gehen dann deine Ohren automatisch aus? Ja, ab und zu, also automatisch. Ich will ja nicht selber hören, was ich sage. Besser ist das. Genau. Ach, am Fest der Liebe sind wir so liebevoll zueinander. Absolut.
Ein Herz und ein Seelchen. Heute Abend gibt's eine Spitzhacke in Schädel. Ja, glaubt man dran. Ne? Eieiei. So. Oh, der sah relativ normal aus. Ja, die letzten zwei Bäume, die ich so hatte, das fiel auch alles nur automatisch um. Also so, wie es sein soll. Hier ist nochmal Blei. Ach, Blei haben wir reichlich. Haben wir in der Höhle, wollte ich gerade sagen. Hier in unserem... Sonnenschein. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist reine Propaganda. Für was? Ja, hier Fest der Liebe und so. Na, ja klar. So. Und krank? Ja, nicht mehr als sonst auch. Nee, ein bisschen müssen wir sein, weil sonst können wir das hier nicht spielen. Richtig. So, mach dich weg. Also ich muss sagen, bis jetzt alle Bäume sind so umgefallen, wie es sein soll. Also der erste ganz rechts von unserer Baumfarm, oh, der ist komisch gefallen. Okay, ja, das haben wir ja auch, wie das in die 18.2 ging, hatten wir es auch gemerkt. Ja, aber da sind ja... Da sind einige... Ne, schwupps nach unten. Ja, und auf einige so umgeklappt, als wenn da ein Genie dran war. Oh ja, die hatten wir auch, ja. Flipp. Einmal draufgehauen und war das Ding weg. Und ja. Aber was ist denn... Ich wollte gerade sagen, was ist da denn? Aber nee, alles gut. Ich dachte, da wäre ein Loch im Boden. Nee, alles gut. Ich finde das schön, dass du fast außer Sichtweite bist und mich beschützt. Ich pass auf. Ja, ja, du sagst mir ja genau, wie auf dich geschlagen wurde. Ich lasse dich doch nicht in der Wildnis alleine. Nein, ist noch nie vorgekommen. Mm-mm. Ich sehe da hinten ein Benzinfass. Ach, ich muss in meinen Way bleiben. Wo bleibst du denn, sag mal? Ich habe da hinten ein Benzinfass gesehen. Na, tatsächlich. Hast du da mitgenommen? Im grünen Haus. Hast du das mitgenommen? Nee, das ist ja da hinten erst. Und was ist denn da hinten? Was machst du denn da? Was ist denn da hinten? Was ist das? Hä? Oh. Was ist denn? Ach, das sind Kohleklumpen. Brauchen wir Kohle? Ja. No, gut, dann mache ich ja mal draufhauen. Das ist das, aber 19 Uhr. Das stimmt. 19 Uhr ist schlecht. Wegpunkt setzen. So. Schnell wieder da. Wegpunkt speichern. Ja. Kohle. Kiste, Knast, Nitrat, Kohle. Na gut. Teilen wir das mal mit jedem, damit jeder auch weiß, wo was ist. Wofür brauchen wir denn die Kohle? Ach ja, klar, für die. Ja, richtig. Alles gut. Weiß Bescheid. Ich dachte, du bist schon zu Hause. Das heißt, ich habe mich extra beeilt. Ja, ich habe hier noch in so ein Vogelnest geguckt. War jemand zu Hause? Paar Federn. No, das geht ja noch. So. Nicht? Tovar, mir wurde gerade angetragen, dass du durstig bist. Ich weiß. Ich habe meine Flasche noch in der Hand hier. Ich hatte auch was getrunken. Also bis jetzt fallen die Bäume schön, so wie es sein soll. So, pass mal auf, wo sind wir jetzt? Wo ist denn unser Zuhause? Warum sagt mir keiner, dass ich krieche? Wo ist denn unser Sweet Home? Diese Richtung. Da ist noch das alte Haus. Da, ach genau, stimmt. Wir müssen da ein bisschen durch den Garten hier. Hoffentlich ist der Bürgermeister, ich quatsche, der Gärtner nicht da und meckert rum. Ich geh mal hier so durch, ne? So. Danke, Sonnenschein, für die Info. Hätte ich fast nicht bemerkt. Upsala. Was fehlt? Was fehlt? Weiß ich nicht. Ja, wegen Info frage ich bloß.
Nein, ich hatte festgestellt, dass ich krieche und habe angemerkt, warum krieche ich, warum sagt mir das keiner? Und dann wurde mir gesagt, dass ich krieche. Ja. Das war eine wichtige Info. Rennt ja auch wieder so furchtbar schnell. Mal gucken, ob ich schneller laufe oder schneller hacke. Was wollte ich jetzt machen? Pass mal auf, was haben wir? Ja, das habe ich letztes Mal schon bemerkt. Die sind so ein bisschen in der Luft. Das sind so die. Ja, die, ne? Space-Klötze. Die sind ein Ja, bisschen, die sind ein bisschen anders gebaut. zur Not müssen wir irgendwann mal, wenn wir mal ganz groß sind und ganz viel Material über haben, kloppen wir den Block da drunter weg und setzen einen dahin, dann passt das wieder. Jo. So, hier nochmal. Genau. So. Hübsch, hübsch, ne? Oh, Beton. Ach, das sind Kugelstritte. Ich wollte gerade sagen, wer läuft denn hier so durch die Gegend? Aber hier ist auch wieder was kaputt. Okay. So, hier auch noch. Hoppala. Ach du Himmel, die kann man zweimal aufwerten. Das sieht mittlerweile nach einer Alleskiste aus. Ja, selbst unsere sortierten Kisten müssen wir sortieren. Also die Betonklötze kann man zweimal aufwerten. Ja, aber nur wenn du Eisen hast, dann machst du beim zweiten Mal Eisen. Ich habe es Beton gemacht, zweite Mal. Bist du sicher, dass du da nicht vorher einen Cobblestone hattest und aus dem erst Beton gemacht hast und den dann aufgewertet hast? Das war ein Cobblestone. Den habe ich dann aufgewertet auf Beton. Ja. Und dann kann ich da nochmal Beton reinkippen? Ja, du kannst ja den Betonklotz, also den normalen Betonklotz, kannst du ja auch einmal mit Beton aufwerten. Aha, das kann sein. Na gut, na, ich mach das mal fertig hier. Oh, ich habe noch eine Schrotze gefunden. Irgendwo. Wahrscheinlich in der Kiste. Jupp, zweite Schicht Beton, genau. Nee, muss er halten, der Lobkram hier. Das sieht doch gut aus, finde ich, ne? Ja, finde ich auch. Eieiei. So, kriegen wir hier noch was? So, jetzt habe ich auch nicht was verbreitet. Was fehlt uns noch? Stahl. Nee, was ist das denn? Kann ich nicht sehen. So, machen wir hier wieder neues Gedönsel hier. Ich weiß das gar nicht genau. Ja, nee, was ist hier noch neu? Ach du Himmel, was ist denn hier wieder passiert? Nichts Neues. Nee, alles gut. Ja, die haben alles übersetzt, ne? Die haben alles auf Deutsch übersetzt. Ja, so mehr oder weniger gut. Aber immerhin So etwas. mehr oder weniger. Naja, gut, die haben sich viel. Na, die versuchen ja jetzt ein bisschen was, ne? So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob die Hütte unten noch irgendwo anders Löcher hatte. Ich glaube aber nicht, ne? Keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal wieder suchen, wo war denn. So. Oh, das ist sicher. Jetzt kommt da unten noch eine Selbstschussanlage mit rein, wenn wir Ruhe haben. So, ich bin überladen. Warum ich überladen? Ich habe Kohle mit. Kohle, Ach, wo war Hammerfall. denn jetzt der Crucible, verdammte Tat? Farb da. Wo ist denn das da? 1596 Nitrat. Da können wir eine Handvoll Munition machen, ne? Glaube ich. Das war nicht so großartig viel, ne? So. Ja, du brauchst ja auch Kohle noch mit dabei, ne? 11. Naja, haben oder nicht haben. So, was haben wir hier drin? Ach du Himmel. Donnerbüchsenmunition. Haben wir eine Donnerbüchse? So, meine Pistole. Wieso habe ich eine. Blunderbuss, nee, dürfen wir nicht haben. Wieso habe ich eine Einser-Pistole in der Tasche? Ach, das habe ich. Ach ja, stimmt ja. Ich weiß. Alles gut. Ich weiß. Hast du noch Reparaturkits? 25 Stück. Na oh, super, das ist doch gut. Das kann ich hier behalten. Was habe ich denn noch hier? Eisenbeton hast du nicht gesehen. Das kommt alles. Ich weiß gar nicht, welche Kiste das ist. Das ist unsere alles mögliche Kiste. Ach, gut, was zu essen drin. Cool.
Das war die Sache. Wir müssen unbedingt Farbe finden. Unbedingt. Damit wir hier so ein bisschen Sortierung reinkriegen. Was haben wir hier drin? Keine Ahnung. Nix. Und da auch nichts. Und da ist bestimmt auch nichts. Und hier erst recht nicht nichts drin. So. Na gut. Und sonst alles gut, ja? Mhm. Das ist doch schön. Hm, freut mich. So, was wollte ich jetzt machen? Aufräumen. Oh, immer noch viel Platz. Oder nicht? Ich erstmal eine Runde, ne? Und ich sehe, ja, die Zeit ist schon wieder sowas von durch. Ja, wir Schilder auf die Kisten. Das war eigentlich geplant. Was wollten wir eigentlich machen? Das Problem ist, wir haben noch keine Farbe. Oder haben wir Farbe? Nee. Haben wir Farbe? Ich glaub, Farbe wäre mir nicht bekannt. Farbe haben wir nicht. Nur hier diese kleinen, ja, Färben-Dinger. Advanced Engineering. Ich hab doch Advanced Engineering. Hier ist ja noch eine. Wir haben Schrotgeschützturm. Schrotgeschützturm heißen die Dinger. Aha. Tatsächlich heißen die so? Wo ist denn das? Wo ist das reingeschmissen? Da? Da. Schrotgeschützturm. Cool. Schrotgeschützturm Munition. Ah. Schrotgeschützturm. Ja. Schön. Da gehört Level da gar nicht rein. 10. Das auch nicht. Was war hier drin? Nee. Da? Okay, Stahl so, ist raus, definitiv nochmal weiter von den Skills nach hinten geschoben worden. Aha. Jetzt muss ich mittlerweile Level 10 haben. Ach so. Schilder. Ach, du meinst die Schilder, die wir. Ja, genau. Brauchen nur Nägel und Holz. Da hast du recht. Das Problem ist aber, wir wollen die anmalen. Wir wollen die Dinge anmalen, damit wir sehen, wer da drauf ist. Weil, wenn du jedes Mal die Tür aufmachst und das Schild anklickst, dann musst du jedes Mal das Schild wieder. Ich weiß nicht, ob die das gefixt haben, aber ich glaube, das war schon immer so, ne? Wenn du einmal das Schild angeklickt hast, war das wieder gleich wieder gesettet. Ja, da musst du wieder neu reinschreiben, ja. Ja, das ist ein bisschen nervig. Deswegen ist es doof. Und ich weiß nicht, das konnten wir, glaube ich, auch nicht direkt auf die Kiste machen, ne? Oder konnte man das? Ah, jo, nee, das ging. Das konnte doch, man direkt, das müsste gehen auf die Kisten. Das ging, aber jedes Mal, wenn du die angeklickt hast, hast du diese blöde Kiste da. Du musst halt darauf achten, dass du dann drüber oder drunter klickst, ne? Ja. Ja, du kannst die Schilder auch abschließen. Das stimmt. Das kann man auch machen. Richtig. Aber nee, wir wollen das lieber anmalen. Ne? So, aber die Zeit ist rum. Wir sagen doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken und Freunde für den Rest, fröhliche Weihnachten. Ne? Bis dann und tschüssi. Frohes Fest. Ciao.